So, komm ran! Nicht nervös sein, nicht zittern, nicht heulen. Bei mir einfach ran an die Buletten, entkleiden euch, soweit ihr wollt. Okay. Moin moin Friends und willkommen zu diesem Video. Es geht um die Pop-Up-Store-Tour von Vincent Weiss. Ich war in Hamburg mit dabei und zwar, hatte ich da einen Slot gebucht und bin mit meiner Family nach Hamburg gefahren. Genau. Und hier in dem Video seht ihr jetzt, wie gesagt, generell unsere Hamburg-Tour, was wir vorher alles gemacht haben, weil ich eigentlich recht spät den Slot gebucht hatte. Ich hatte so um 15.20 Uhr den Slot gebucht, weil ich halt so gedacht hatte, yo, dann kann man vorher noch was sehen und nachher hatten wir keinen Bock mehr, kann ich jetzt schon sagen. Und deswegen werdet ihr halt jetzt erstmal gleich alles Mögliche sehen, was wir so in Hamburg gemacht haben, wie es im Pop-Up-Store aussah, wie Vincent Weiss uns begrüßt hat, etc. Ihr werdet alles sehen. Also nicht abschalten, sondern gleich weiter. Ihr habt vielleicht das jetzt schon so ein bisschen gesehen gehabt. Hamburg war sehr voll. Viele Straßen waren gesperrt. Manche können sich vielleicht das denken, manche wissen es vielleicht. Vom 5. bis 7. Mai ist das Hafenfest, beziehungsweise dieser Hafengeburtstag. Und ja, wir waren jetzt am 4.5. da. Das heißt, es wurde schon alles aufgebaut, es war alles schon da und ey, ohne Scheiß, es war so voll. Die Stadt war generell voll, die ganzen Straßen waren komplett voll und alles. Also, oh, es war so heftig. Aber das Wetter war auch mega, mega schön. Wir hatten so Glück, weil ich erst gedacht habe, oh, es ist am Wasser. Zieht es immer ganz schön, es ist immer ein bisschen kälter als in der Stadt, aber es war super warm. Ich habe zum Glück keinen Sonnenbrand gekriegt, weil ich zum Glück ein Make-up drauf hatte mit UV-Schutz. Sehr gut. Ich habe mich übrigens in der Bahn geschminkt gehabt. Ja, deswegen. Boah, uns ist halt bei der Elbphilharmonie noch was passiert. Und zwar wollten wir halt auf diese Aussichtsplattform, diese Plaza. Und dann waren halt meine Mutter und ich, wir sind da hingegangen. Und da habe ich halt so ganz nett gefragt, ich so, yo, wir haben noch unseren Hund mit dabei, dürfte der vielleicht hoch? Wir lassen sie auch die ganze Zeit im Korb.
Und dann war die halt so, hat dann so gesehen, also sie hat dann Bella gesehen gehabt. Und dann war sie so, ach nein, ist das der kleine Süße? Ach ja, ja, das ist kein Problem, der kann ruhig mit. Ja, und dann haben wir uns schon so voll gefreut, haben halt so gedacht, yay, mein Vater kann auch mitkommen. Weil er wollte eigentlich auch das unbedingt mal sehen. Und ja, da hatten wir zwar 3 Tickets, aber als mein Vater durchgehen wollte, kam so eine blöde Security-Tusse an und meinte dann so, nee, sie dürfen hier nicht durch. Und dann mein Vater so, warum? Und dann sie so, ja, nee, Hunde sind hier nicht erlaubt. Und dann er so, ja, aber die an der Kasse hat es uns erlaubt. Sie so, nein, Hunde sind hier nicht erlaubt, sie dürfen nicht rein. So, da war ich halt auch nur so, ey, Digga, ganz im Ernst, was soll denn der Scheiß? Ich meine, wir haben einen kleinen fucking Chihuahua mit einem Korb. So, wie gesagt, wir hätten sie die ganze Zeit im Korb gelassen. So, ja, naja. Konnte man auf jeden Fall nichts machen. Die Tusse hat sich auch nicht überreden lassen. So, wie gesagt. Deswegen mussten meine Mutter und ich leider alleine hoch und mein Vater musste halt warten. Ja, Billy! Ja, Billy! Ja, komm her! Ja, komm her! Ja, hi! Ja, da sind wir wieder! Ja, da sind wir wieder! Ja, Mama wird als Ersatz begrüßt. Ich bin nicht wichtig, oder was? Nope! Bin ich nicht wichtig? Komm her! Ja, alles gut, sie läuft um dich herum. Komm her! Hi! Ja, komm her! Hallo! Und jetzt kommen wir noch zu einer richtig lustigen Sache. Wir hatten bei den Landungsbrücken kurz eine Pause gemacht und ich hatte ein bisschen auf Instagram geguckt gehabt. Zur Vorinformation. Ich hatte alleine nur ein Ticket für Pop-Up-Store, weil meine Mutter halt kein Ticket mehr bekommen hatte. Die waren viel zu schnell ausverkauft und deswegen, ja, war ich halt so also ein bisschen traurig, dass ich halt komplett alleine da rein musste. Aber da habe ich die gute Story von dem guten Vincent Weiss gesehen, wo er gesagt hat, yo, checkt mal alle paar Minuten ab, es kommen immer wieder neue Tickets reingeflattert. Und da war ich nur so, oh mein Gott, ich muss sofort gucken. Und da hatte ich geguckt gehabt und es war um 15.20 Uhr noch ein Ticket verfügbar. Und ich habe sofort zu meiner Mutter gesagt, los, schnell, schalt dein Handy an, buch dir dieses Ticket, dann können wir zusammen da reingehen. Meine Mutter schnell ihr Handy rausgeholt, hat schon drauf geklickt und ja, als sie auf Registrieren klicken wollte, stand dann da auf einmal keine Tickets mehr verfügbar. Und ich war so, nein, fuck. Ey, ich war so mad. Und deswegen, ich habe wirklich da, glaube ich, 20 Minuten gesessen an diesen fucking Landungsbrücken. Habe die ganze Zeit diese Seite refreshed und immer wieder neu geladen. Immer und immer wieder. Und habe schon richtig einen Anfall bekommen, weil andere Zeiten waren noch da. Andere Zeiten waren da. Aber nicht die Zeit, wo ich da war. Und da war ich halt so, oh, scheiße. Und habe dann mit Ansage, ich habe gesagt gehabt, ey, komm schon, ich brauche nur ein Ticket für 15.20 Uhr, komm schon. Ich lade die Seite neu und es ist ein Ticket für 15.20 Uhr. Ich habe in die Tasten gehauen, ihr glaubt es gar nicht, ich habe so in die Tasten gehämmert, habe meine Mutter sofort angemeldet und zack. Sie hatte ein Ticket und ich war so glücklich, weil ich war so, ja, meine Mutter kann jetzt doch mitkommen. Richtig geil. Aber ja, da hat sie sich auch mega, mega gefreut. Und ja, da konnten wir gemeinsam halt reingehen. Hier, guck mal da, da freut sich jemand auf. So, dann ging es auch endlich zum Pop-Up-Store. Und man konnte schon von Weitem halt die Schlange sehen. Die Schlange war jetzt nicht so krass groß lang, sag ich jetzt mal.
Und ich glaube, pro Slot gab es 100 Leute circa, also so 100 Leute. Was der Vincent gesagt hatte, es waren auf jeden Fall 1000 Leute in Hamburg da, also über einen Tag verteilt über. Und generell halt 4000, also 1000 pro Stadt, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Aber ich glaube, das ist eine einfache Rechnung. Auf jeden Fall war es halt dann so. Security-Leute, also wirklich Chapeau an die Security-Leute. Die waren so lieb, so mega nett. Also wirklich richtig, richtig, richtig geile Typen. Ja, ihr wart geil. Weil es war so, wir haben uns halt angestellt gehabt. Und ich wollte halt unbedingt Bella mit reinnehmen, weil Vincent mag ja so gerne Hunde. Und deswegen haben wir sie dann halt erst mitgenommen. Und dann bin ich so zum Security-Typen gegangen und war so, ja, ich wollte mal fragen, sind denn Hunde erlaubt? Und der so, ja, ja, klar, gar kein Problem, nimm mit rein, gar kein Ding, es waren schon so viele Hunde da. Und ja, dann haben halt meine Mutter und ich Bella einfach mitgenommen und dann hat Bella Vincent Weiss kennengelernt. Hier könnt ihr einmal ein wundervolles Foto von den süßen beiden sehen. Er durfte sogar Bella streicheln und ich muss dazu sagen, das kommt nicht häufig vor. Das kommt wirklich selten bis gar nicht vor. Weil Bella ist so eine kleine Diva. Die lässt sich eigentlich nur von uns streicheln, also nur von ihrer Familie. Es hat über ein Jahr gedauert, bis meine Oma endlich akzeptiert wurde. Und mein Freund akzeptiert es eher noch nicht. Aber Vincent Weiss, der Popstar schlechthin, der durfte sie streicheln. Ich war so, hä? So, meine Mutter und ich, wir waren beide so, hä? Sie hat nicht gebellt, sie hat nicht geknurrt, sie hat sich nur so ein bisschen weggedreht, aber er durfte sie streicheln. Und ich war so, what the hell? Sie wusste anscheinend, er ist ein ganz lieber, netter Typ. Also, Vincent Weiss ist Bella approved. Muss ich auch noch sagen, ich habe auch mit Amelie ein Foto gemacht. Tada! Ja, weil ich hatte sie halt einfach so random gesehen gehabt, als wir noch gewartet haben, weil es lief halt so ab. Man kam in den Pop-Up-Store rein. Das zeige ich euch gleich alles, wie es abgelaufen ist, aber ich erkläre es euch auch nochmal. Und zwar war es halt so, es wurde dann halt nicht wirklich was gesagt, sondern Vincent Weiss persönlich kam einfach an und meinte so, Rainer. Und ging erstmal die ganze Schlange entlang, ging direkt an mir vorbei, so moin, moin, moin. Moin. Ich habe ihn erstmal so richtig gekorbt. Ich habe nämlich gar nicht Moin gesagt, weil ich die ganze Zeit so total so aufs Filmen und generell so fokussiert war und alles. Ich frag mich nicht. Ich war schon durch mit meinen Nerven. Und auf jeden Fall, sind wir dann halt durchgegangen und mussten halt dann da erstmal kurz warten. Dann kam er irgendwann zu uns. Da hat er sich auch erstmal wieder bei uns durchgequetscht. Also er kam wieder so direkt an mir vorbeigezischt. Der hat dann Ansprache gehalten, seht ihr auch gleich, alles gut. Und dann ging es halt los, man hat sich halt angestellt, hat ein Foto mit ihm gemacht. Ich habe ja irgendwie gesagt, die Zeichnung dann übergeben. Und dann konnte man sich halt im Store so ein bisschen umgucken, Merch kaufen. Und dann durfte man sich halt noch, also man durfte dann halt noch warten. Wenn er nämlich mit den Fotos fertig war, dann kam er nochmal so zu uns und hat alles unterschrieben, was man ihm irgendwie hingehalten hat. So hat er es auch gesagt gehabt. Was ich total putzig fand, er hat erstmal noch mit einem kleinen Mädchen Packen gespielt. Ich war schon erst so, gleich ragt er irgendwas um, weil der war so nah an diesen ganzen Ständern und so weiter. Ich habe nur darauf gewartet, dass irgendwas umfliegt. Auf jeden Fall, ja, waren wir da auch recht schnell durch, weil ich halt einfach sofort nach vorne gestürmt bin. Ich so, hier, zack, bitteschön. Aber als ich noch auf ihn gewartet habe, bis er halt fertig war mit den Fotos, habe ich halt Amelie gesehen, bin sofort zu ihr hingestürmt, habe halt so ein bisschen gewartet, weil sie noch gerade mit irgendwem Quatsch hatte. Und dann habe ich sie einfach gefragt, jo, können wir ein Foto machen? Hat sie gesagt, ja, klar, gerne. Dann haben wir halt ein Selfie gemacht und ja. War übrigens mein erstes Selfie mit Amelie, aber mein zweites Foto mit Vincent. Okay, ich habe mehr Fotos mit Vincent Weiss als mit seiner Managerin Amelie. Okay. Ich muss mal gucken, ob ich noch das alte Foto finde von 2019. Also ich hatte ja 2019 dieses Meet and Greet mit Vincent Weiss.
nach seinem Konzert hier in Hannover. Und diese Fotos. Ich habe so bescheuert geguckt. Aber ich finde halt auch, dass ich auf dem Foto, was heute gemacht wurde, komplett nicht so aussehe, wie ich aussehe. Also ihr könnt ja jetzt mal gucken und dann könnt ihr euch mal das Bild angucken. Ich sehe so nicht aus. Hä? Ich I don't know. Aber es ist ganz cute geworden. Ich finde es ganz okay. Aber ich kann euch jetzt hier mal so ein Vergleichbild einblenden. So einmal von 2019 und einmal von diesem Jahr, also 2023. Und ja, es ist halt schon ein krasser Unterschied, finde ich. Ich habe jetzt viel zu viel um den heißen Brei rumgeredet. Ihr wollt bestimmt sehen, wie es im Pop-Up-Store aussah und so weiter und so fort. Deswegen. So, komm ran! Nicht heulen, das will ich aber gleich nochmal dazu sagen. Letzten Alter, sag mal jetzt, hallo! Großer Slot, geil, jetzt ist kuschelig. Also, moin in Hamburg, schön, dass ihr euch Zeit genommen habt, um heute 20, 30 Minuten mit uns hier ein bisschen Zeit zu verbringen. Einige von euch sind freiwillig hier, einige unfreiwilliges Mitbringsel, aber ich denke mal, dass wir Zeit haben, mit allen von euch ein Bild zu machen, ob ihr wollt oder nicht. Also, ihr nicht wollt, müsst ihr nicht, aber damit jeder, der möchte, ein Foto bekommt und jeder glücklich mit dem Foto rausgeht, möchte ich bitte dafür ein bisschen Verständnis zu haben, dass es nicht möglich ist, vorne TikToks, Tinder, Snapchat, Reels und sowas zu machen, sondern keine Gruß- und Sprachnachrichten, sondern wirklich ein Bild. Und dann könnt ihr weitergehen und euch hier wirklich im Raum frei bewegen. Guckt euch alles an, was es hier gibt. Probiert alles an, was euch gefällt. Gibt es alles zum Album. Vorne am Ausgang gibt es noch so orange Tüten. Die sind geschenkt. Also da könnt ihr euch welche mitnehmen. Die sind gratis. Die wurden uns gesponsert. Da bitte auch Verständnis dafür haben, dass wir jeden bitte eine einzige da ist. Nicht 10 mitnehmen, weil das unfair wäre für die nach euch kommen. Weil wir 1000 Leute heute hier haben insgesamt. Und für jeden was da sein soll. Dann einmal bitte bei mir nicht aufgeregt sein, nicht schüchtern sein, nicht nervös sein, nicht zittern, nicht heulen. Aber bis zum Foto hast du noch Zeit, ein bisschen zu beruhigen. Ja, ich kann es dir verraten gleich. Das sieht auf den Fotos ein bisschen ungeschickt aus, deswegen seid ganz entspannt, vor allem bei mir. Ich bin ein ganz normaler Typ, bitte mich nicht irgendwie wie so ein Superstar behandeln, duzen. Wenn ihr gleich bei den Fotos seid, sucht euch am Anfang eine Schokoladenseite aus, nicht, dass ihr danach denkt, oh Gott, das war meine falsche Seite. Bei mir einfach ran an die Buletten, entkleidet euch, soweit ihr wollt, fürs Foto, Taschen und Jacken und sowas, wenn ihr nicht drauf haben wollt. Ey, was gibt's noch so zu sagen? Habt Spaß, genießt die 20 Minuten. Am Ende wird noch Zeit sein, wahrscheinlich. Das ist jetzt ein großer Block, aber gucken wir mal. Ich bin am Ende da vorne am Ausgang und da schreibt noch alles, was ihr mir hinhaltet. Ja, wenn ihr irgendwas findet im Shop, ich kann alles unterschreiben, was dann da ist, aber erst, wenn ihr dann ein Bild gemacht habt. Alles verstanden? Ja. Was ich übrigens auch sagen muss, es gab ja in jeder Stadt, wurde so ein Aufsteller von Vincent Weiss versteckt. Und ich habe mit einer Freundin über Instagram geschrieben gehabt, weil die war schon sehr viel früher da. Die war so um 11.30 Uhr im Slot dabei. Und da hatten welche den gefunden gehabt, diesen Aufsteller. Und ich habe mich so geärgert. Der war nämlich einfach am fucking Hauptbahnhof. Und ich war schon so gegen 10 Uhr beim Hauptbahnhof. Und ja... Ich weiß nicht, ob sie den früher gefunden haben, aber wäre auf jeden Fall cool gewesen. Weil ich glaube, die haben irgendwie so voll die krassen Merch-Pakete bekommen oder so. Habe ich auf jeden Fall irgendwie gesehen gehabt. Wäre schon geil gewesen, aber wir waren zu fokussiert, irgendwo hinzugehen und irgendwas in Hamburg zu erleben. Habt ihr jetzt gerade in den Videos gesehen?
Ich war im Pop-Up-Store von Vincent Weiss in Hamburg und habe da auch ein bisschen was geholt. Nicht nur für mich, sondern auch für Freunde. Aber es ist eine große Tüte geworden. Wie man sieht, da steht Pop-Up-Store. Als erstes kann ich auf jeden Fall sagen, habe ich ihm eine Zeichnung hier überreicht. Ist das die Kopie, wie man sieht. Und da hat er drauf unterschrieben. Er hat sich, glaube ich, auch sehr über das Bild gefreut. Ihr habt wahrscheinlich den Weg gesehen, wie ich ihm das überreicht habe. Vielen Dank nochmal an meine Mama, die hat das gefilmt. Und ja, dann nochmal ein Dankeschön an meine Mama. Sie hat mir von Ditch eine Brezel geholt, eine Käsebrezel. Die werde ich halt wahrscheinlich auch noch jetzt gleich dann verspeisen. Hat jetzt nicht mit Pop-Up-Store was zu tun, aber ich habe mir generell was in Hamburg geholt. Einmal habe ich mir selber so eine Postkarte aus Hamburg geholt und für meine eine Internetfreundin, hi Nele, habe ich ihr diese Postkarte hier geholt. Ich fand das ganz cool, weil da alles Mögliche von Hamburg drauf ist. Und da hat der Jutta Vincent Weiss auch unterschrieben, weil sie halt so meinte, yo, könntest du mir ein Autogramm mitbringen? Und er hatte halt keine Autogrammkarten da, deswegen musste ich halt irgendwas holen. Und da habe ich ihr gesagt, jo komm, ich bringe dir gleich eine Postkarte mit aus Hamburg. Und dann hat er halt da jetzt unterschrieben. Die schicke ich dann jetzt auch demnächst los. Dann kommen wir zu der Sache, die ich mir geholt habe. Und zwar einmal ist es dieses T-Shirt, was ich gerade anhabe. Das werdet ihr gleich nochmal sehen. Weil da gab es halt Bundles und ich habe mir halt das eine Bundle hier geholt. Einmal mit dem Album. Und zwar ist das Irgendwo Ankommen in Hamburg, halt mit allen neuen Tracks. Wie schon angekündigt, habe ich für eine Freundin auch was mitgebracht. Die konnte nämlich leider nicht auf die Pop-Up-Store-Tour gehen, weil sie aus der Schweiz kommt. Und ja, die Pop-Up-Store-Tour war ja nur hier in Deutschland. Und es gab ein T-Shirt, was es halt im Shop, also im Online-Shop, nicht zu erwerben gibt. Und das ist halt, wie gesagt, einmal dieses T-Shirt hier. Das habe ich mir halt, wie gesagt, auch geholt. Und zwar sieht das so aus. Da ist einmal hier so ein Vincent Weiss Logo. Ich hoffe, man kann das ganz okay erkennen. Und auf der Rückseite ist so ein richtig hübscher Herzprint mit hier, weil es ohne dich nur halb so schön ist. Da, der Spruch, finde ich auch mega, mega süß. Das habe ich einmal mitgebracht. Und dann wollte sie noch dieses Weiße hier haben. Da ist auch einmal das hier drauf. Also so auch so Blumen-Logo. Und dann nochmal groß hier hinten. Da sie ja, wie gesagt, zwei Bundles sich gewünscht hat, hat sie auch zweimal das Album. Yay! Keine Ahnung, was sie mit zwei Alben möchte, aber blöde. Sie wollte auf jeden Fall halt, wie gesagt, die zwei T-Shirts. Das geht also irgendwann dann in die Schweiz. Ich weiß noch nicht genau, wann, wie und wo. Wir wollten uns wahrscheinlich irgendwann halt mal in Berlin oder so treffen. Und ja, mal gucken, wann ich ihr das übergeben kann. Und was ich auch noch richtig lustig fand, es gab so, sag ich mal, so eine Goodie-Bag, nenne ich es jetzt einfach mal, wenn man zur Pop-Up-Store-Tour gegangen ist. Und zwar von L'Oreal gab es das so richtig putzig. Das ist die Super-Aufbau-Spülung, Shampoo und Haarmaske, wenn ich mich nicht täusche. Ja, vor allem so ein richtig großer XXL-Pot. Und das Geile ist, es ist für langes, geschädigtes Haar. Ich habe zwar jetzt nicht so lange Haare, aber ich habe auf jeden Fall geschädigtes Haar. Shampoos geben immer super schnell aus. Deswegen love it. Und ich liebe L'Oreal sowieso generell. Ich hole mir eigentlich immer von L'Oreal dieses Feuchtigkeitsshampoo, dieses Lila, ne? Das habe ich auch momentan. Aber ich muss sagen, Haar ist momentan nicht mehr so feuchtigkeitsbedürftig. Also sie werden sehr schnell fettig wieder. So, deswegen will ich auf jeden Fall mal das ausprobieren. Also da freue ich mich schon sehr drauf. Fand ich richtig cool, dass es das gab. Dann war ich ja, wie gesagt, noch generell so in Hamburg unterwegs. Ihr habt das ja alles gesehen. Als erstes, sogar als allererstes, waren wir beim Lindt Store. Und zwar habe ich da diese Schokoladentafel hier geholt. Das ist Sorte des Jahres und zwar weiße Schokolade mit cremiger Schokoladencreme-Füllung.
richtig, richtig cool klingt das. Also es ist so halt so Eisschokolade. Und die ist halt, wie gesagt, neu. Das ist die Sorte des Jahres. Und meine Mutter war so, jo, such dir eine Tafel aus. Und dann habe ich mir halt die ausgesucht, weil ich die voll cool fand. Dann waren wir noch im Kiezpenny. Und meine Mutter wollte unbedingt mal den Kiezpenny sehen. Ich kenne ihn ja schon, weil ich letztes Jahr da war. Also für alle, die schon ein bisschen länger meine Videos gucken, die wissen, dass ich letztes Jahr schon in Hamburg war, wegen Smash into Pieces. Und ich generell die ganze Zeit auf dem Kiez bzw. auf der Reeperbahn, weil unser Hotel da war und weil auch die Location da war. Und deswegen habe ich einfach mal meiner Mutter das gezeigt, wo es ist. Und ja, da habe ich Kekse mir geholt. Einfach richtig random Penny-Kekse. Das sind so Schokokekse mit weißer Schokolade und dunklen Keks. Top. Und die Tüte wird auf jeden Fall aufgehoben. Also zu 100%. Ich liebe die, die ist voll geil. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass der Tag heute mega, mega cool war. War mega, mega anstrengend, aber auch mega schön. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt gerne dem einen Daumen nach oben. Und abonniert meinen Kanal, aktiviert die kleine Glocke, damit ihr keine Uploads hier verpasst. Und was ich aber noch vergessen habe, ich habe noch was gekauft im Store. Ich habe dieses Armband hier gekauft. Irgendwo ankommen steht da halt einfach drauf, in so einem Dunkelgrün. Und das ist übrigens das Armband, was man bekommen hat als Eintritt. Also ich habe halt dieses Neongrüne bekommen. Ich habe irgendwie mitbekommen, die vor uns haben, glaube ich, Neongelb gehabt. Aber ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!